Hallo liebe YouTuber, heute gibt es einen Strauß, Basic des Blumenstraußbindens mit ganz vielen Materialien, die du selber sammeln kannst und suchen kannst. Ein paar schöne Blumen sind natürlich immer nötig, die muss man sich besorgen, klar, aber das Grün macht auch die Stimmung im Strauß, sage ich immer wieder zu meinen Kunden, und aus diesem Grund habe ich ganz tolles Grün für den Strauß zusammengesucht. Und zwar, da habe ich Weinlaub, sehr schönes, festes Weinlaub. Das ist jetzt ganz toll reif und nicht mehr, wenn das so hellgrün ist, dann schlappt das schnell und das ist dann nicht so gut für die Sträuße. Dann zum Füllen vom Strauß ist der Efeu und gut und der muss so schön buschig sein. Ja, wir brauchen nur diese dünnen Stiele und diese buschige Spitze. Also du brauchst, was du nicht brauchst, ist auch immer mal gut, das zu zeigen. Damit mit den Ranken kann man was anderes machen. Habe ich in einem anderen Video in einem hohen Strauß gezeigt. Aber das ist nichts, um einen Blumenstrauß, einen rundgebundenen Blumenstrauß zu füllen. Deswegen, die sind zwar schön, aber für andere Zwecke habe ich noch ganz viele Ideen damit. Und um das Weinlaub zu stützen, benutze ich Kirschlorbeer. Da ist natürlich am schönsten der mit diesen breiten Blättern. Es ist schon schön, wenn man sieht, was der für eine tolle, für einen tollen Abschluss macht. Aber immer ein paar Blätter unten dran weg, weil die Blätter sollen natürlich nicht im Wasser sein. Das ist immer das Gleiche, weil das Wasser wird schneller schlecht, wenn da Blätter drin sind. Deswegen putze ich den jetzt gerade mal so ein bisschen. Und ist ja auch immer gut, wenn du siehst, wie das alles geputzt wird. Hier habe ich noch eine ganz tolle Straußzutat. Das ist Wuschigras. Wir gehen nachher noch in den Hof, da zeige ich dir, was kann man nämlich auch selber ziehen, sich einen kleinen Kasten machen. Und also Wuschigras sieht schon allein, wenn man eine Blüte in die Vase macht und ein bisschen Wuschigras dazu, dann ist es schon wunderschön. Und im Blumenstrauß ist es auch toll, zwischen Sonnenblumen, eigentlich überall. Ja, es ist auch sehr schön. Bloß aufpassen, wenn man das einmal angepflanzt hat, dann vermehrt sich das gerne selber weiter. Und deswegen würde ich das auch in einem Kasten pflanzen und nicht im Beet, weil sonst hast du es im ganzen Garten. Und es ist zwar schön, aber nicht überall. Ja, die Germini, die drahte ich für den Strauß. Der Grund ist, dass ich dann den Kopf neigen kann, wie ich will. Und das ist im Strauß dann schön, um den zu positionieren. Deswegen sind die Germini immer gedrahtet. So, braucht man immer einen schönen Stützdraht. Der wird dann um den Stiel rumgewickelt. Den Draht ruhig schön in den Kopf einstecken. Der kann auch so einen Tick rausgucken, weil die Germini tatsächlich auch noch ein ganz kleines bisschen weiter wachsen. Also nicht zu wenig, weil wenn das zu kurz ist, wenn der nicht ganz in dem Kopf steckt, der Draht, dann geht der Draht raus und die Germini kippt trotzdem um und hat die Stütze nicht, die wir ja eigentlich erreichen wollen damit. Ja, dann habe ich sehr schöne Rosen besorgt. Das ist eine Rosensorte namens 3D. Die ist also mit dieser schönen Vielfarbigkeit. Ich mache viele Rosenlaub ab, also viele Laubblätter, weil die nehmen dem Kopf Kraft und der Kopf hält viel länger von der Rose, wenn der wenig Laub hat. Und wir stellen die Rosen ja nicht einzeln in die Vase. Das heißt, wir brauchen das Laub überhaupt nicht. Ja, dann habe ich Sonnenblumen. Dann mache ich auch noch mal ein bisschen Blätter ab. Hypericum, diese schönen Hypericum-Beeren. Und das ist eine Chrysanthemenart. Es gibt ganz, ganz viele Chrysanthemenarten. Das sind Mumi. Und wir machen oft die ein bisschen tieferen verzweigten Blüten weg. Die kann ich zwar jetzt für den Strauß nicht gebrauchen, aber sicherlich für einen anderen. Weil wenn die Verzweigung so tief ist, lässt sich das auch schlecht einbinden in den Strauß. Ja, also das ist heute ein Strauß mit ganz vielen Materialien aus der Natur. Stichwort ist ja auch immer Regionalität. Das heißt, die werden nicht von, was weiß ich, woher geflogen, sondern die gibt es wirklich beim Spaziergang im Garten oder bei der Freundin, die es in den Grünmüll wirft, weil sie es ja nicht brauchen können. Also einfach immer mal ein bisschen die Augen offen halten und gucken. Es gibt so vieles, was man hier im Sommer, im Winter ist es natürlich anders, aber was man im Sommer nehmen kann, weil die Alternativen natürlich für Straußumrandungen zum Beispiel sind Aralienblätter. Die sind nicht von uns. Ja? Die gibt es als Zimmeraralie, das ist eine tropische Pflanze. Die sind natürlich auch sehr, sehr schön.
Aber im Winter kann man die ja immer noch benutzen. Und im Sommer gibt es hier dann die schönen einheimischen Sachen. So, ich habe einfach mal angefangen zu binden. Ich habe mir den Efeu schon ein bisschen geputzt. Ich putze auch nebenher. Wenn du das das erste Mal machst, dann putz dir den Efeu bitte vorher. Weil es ist schwer, das zu machen und das Grün zu putzen, wenn man noch nie einen Strauß gebunden hat. Und Strauß ist auch immer schwieriger zu machen als ein Gesteck, weil ich muss ja auch die Blumen in der Hand halten und muss wieder anlegen. Und du siehst, bei mir rutscht die Rose auch mal ein bisschen runter. Das passiert. Und je größer der Strauß ist, desto tiefer muss ich halten, weil ich möchte ja auch, dass der in der Spirale sich nach außen fächert. Und in der Spirale, genau, gutes Stichwort. Eine Spirale heißt, ich lege alle Stiele in diese Richtung an. Immer, also auch selbst wenn ich die Stiele hier einstecke oder einfüge, dann müssen die immer in eine Richtung zeigen. Die dürfen nie gegen die Fahrtrichtung sein. Ich habe jetzt mal für die Mitte zwei Rosen. Ein Strauß sollte immer eine schöne Straußmitte haben. Und so. Und es ist auch sehr schön, dann noch ein Buschigras für die Mitte einzufügen. Wenn man das erste Mal macht, ist das ein bisschen schwierig. Aber probier es einfach. Es geht und es verrutschen einem natürlich auch beim ersten Mal noch die Blumen. Das ist völlig normal, aber einfach nicht aufgeben und einfach probieren und weitermachen, weil das passiert jedem, der das anfängt. Hier sieht man, wenn ich die Garmini jetzt so schön gedrahtet habe, dann guckt die auch wunderbar so nach außen. Ich muss sie wahrscheinlich nachher nochmal richten, aber das macht nichts. So, dann kann ich wieder ein bisschen grün. Also hier auch immer die Blätter von den Stielen wegmachen. Das Grün sollte man auch nicht zu hoch machen, weil ich möchte ja eigentlich die Blumen sehen und nicht nur das Grün, weil die Blumen sind ja das Wertvolle im Strauß. Da hatte ich auch schon Praktikanten, die haben dann die Blumen so etwas im Grün versteckt. Und ich habe gesagt, die sind viel zu teuer, um die zu verstecken. Die müssen schon gut sichtbar sein auf jeden Fall. Das ist ganz, ganz wichtig. So. Ja, dann kann man immer einfach anlegen. Und man sieht jetzt auch hier an meinen Stielen, dass alle hier, in der Spirale liegen, weil die müssen sich ja auch nach oben fächern, die Blüten. Ja, man muss das immer so ein bisschen mal im Ganzen betrachten. Ich gucke dann immer ein bisschen, was kann ich noch Schönes anlegen. Erst noch ein bisschen grün. Ich habe auch verschiedene Rosensorten genommen. Es kann auch mal sein, dass ein Grün so ein bisschen raussteht. Dann schneide ich einfach auch mal ein bisschen was weg davon. Ich mache das dann einfach passend. So, da brauche ich auch noch ein bisschen Grün. Und die Garmini, da kann ich wieder schön den Kopf drehen. Genau so, wie ich ihn gern hätte. Diese verzweigten Chrysanthemen, die bringen natürlich eine schöne, blumige, üppige Fülle. Muss man ein bisschen aufpassen, dass die nicht abbrechen, wenn man die so ein bisschen robuster anfasst. Ich bin also schon vorsichtig beim Anfassen. So. Und ich habe noch eines, was sehr schön ist. Das ist gefärbte, fette Henne. Man sieht auch gefärbt, weil es ist getaucht. Das ist also bis hier rot. Aber das ist wunderschön im Strauß. Und zum einen binde ich es mit rein. Und zum anderen werde ich auch ein bisschen was reinkleben. Weil das für die fette Henne, die hält sehr, sehr schön, auch in Herbstgrenzen. Und da braucht man eigentlich gar nicht unbedingt Wasserversorgung. So, und jetzt sind wir eigentlich auch so weit, dass ich zum Thema Weinlaub komme. Das lege ich jetzt auch an, wieder wie gehabt in der Spirale. Und ich drehe jetzt einfach mal den Strauß um, dann ist es leichter zu sehen. Und unter jedes Weinlaubblatt lege ich den Kirschlorbeer zum Stützen. Ja, und dann das Weinlaub, das ist sonst die Gefahr, dass das Weinlaub schlapp wird.
Und damit das nicht passiert, nehme ich immer Weinlaub und Kirschlorbeer. Der ist natürlich auch ein Traum, der Kirschlorbeer. Es gibt einen mit schmalen Blättern, der ist nicht so gut geeignet. Der ist viel, viel besser geeignet. Der ist sehr, sehr schön. So, und immer einen Weinlaub. Und dann hinterher einen Kirschlorbeer. Kontrollieren kann man sich natürlich immer, indem man den ganzen Strauß umdreht. Man macht es auch ein bisschen einfacher, wenn man die Stiele mal ein bisschen kürzer macht dazwischen. Sonst spießt man sich selber auf. Ich mag das immer nicht so gern, mit den langen Stielen zu arbeiten. So, hier haben wir wieder einmal Weinlaub. Und den Kirschlorbeer. Man muss, wenn man das anfängt, muss man unheimlich aufpassen, dass man in der Spirale bleibt. Man neigt dazu, einen Stiel mal so und einen so anzulegen. Also man neigt dazu, kreuz und quer zu arbeiten, und das sieht dann immer das sieht dann etwas chaotisch aus. Und das Problem ist, wenn die Stiele kreuz und quer sind, dass man andere Blüten nicht mehr rausziehen oder einfügen kann. Und das ist ein bisschen blöd. Weil theoretisch, selbst wenn man ein bisschen geschickt ist, dann kann man zu Hause, wenn eine bestimmte Rosensorte nicht mehr so schön ist, einfach den Bast lösen, die Rose rausziehen, nicht einfügen, genau, eine andere auch einfügen und den Strauß wieder zubinden. So, ich zeige das jetzt mal von unten. Ist jetzt also hier sehr schön abgedeckt, es ist mustergültig. Ich muss gestehen, ich gucke oft andere Sträuße von unten an, um zu sehen, ob die gut gebunden sind. Und das ist jetzt natürlich sehr, sehr schön gelungen. Das freue ich mich ausgerechnet fürs Video. Wunderbar. Ja, und wir haben einen schönen Sommerstrauß. Und eigentlich ist gar kein gekauftes Grün drin. Und das ist echt super. Ja, und vielleicht hat jemand Rosen aus dem Garten. Vielleicht gibt es Sonnenblumen. Und was man immer noch machen kann, ist das Hypericum noch ein bisschen teilen. Und man kann zum Beispiel hier noch ein bisschen was dazwischen kleben, optional. Das ist auch noch schön, wobei ich finde, da ist jetzt so üppig der Strauß, der ist so toll, dass eigentlich da gar nichts mehr nötig ist. Und man sieht, ich füge jetzt noch mal ein bisschen fette Henne ein. Und das kann ich auch nur so machen, weil ich schön in der Spirale gebunden habe. Ansonsten wird das nicht gehen. Ja, das ist jetzt ein Sommerstrauß, aber der Fokus ist wirklich darauf, dass man mit dem gesammelten Grün, mit dem geschnittenen Grün, so einen tollen Strauß selber binden kann. Zum Thema Grün möchte ich nochmal sagen, das Grün, das man super brauchen kann, ist so ein Kirschlorbeer mit diesen breiten Blättern, der so wunderschön, ich zeige es extra so rum, ja, der so schön fest ist und nach oben schön steht. Was ich nicht so gut gebrauchen kann, ist zum Beispiel sowas, wo die Blätter so wegklappen. Das lässt sich einfach nicht so schön arbeiten, weil ich möchte ja gern, dass der so einen tollen Abschluss macht im Strauß. Der fliegt jetzt auch gleich weg und der ist zum Beispiel auch doof. Den nehmen wir auch nicht gern und der ist auch nicht schön, um den Strauß zu machen. Ja, weil ist auch mal ganz gut, wenn man zeigt, was man nicht brauchen kann. Und Grün ist unglaublich wertvoll. Das meinen die meisten gar nicht. Aber ja, gleich geht's weiter. Und gerade deswegen habe ich dir heute dieses Video gezeigt, wie du mit den schönen heimischen Grünsorten einen Strauß binden kannst. Zum Thema Wuschigras gehe ich gleich noch mit dir in den Hof, weil das ziehen wir selber, und dann zeige ich dir mal unsere Wuschigras-Zuchtstation. Bis gleich! Wuschigras kann man ganz toll selber im Kasten ziehen, und das haben wir hier gemacht in dem Kasten. Wir schneiden das einfach immer raus. Und wie schön das dann in den Sträußen ist, das sieht man ja hier im Video. Also es lohnt sich, ganz viele Ideen zu entwickeln, Sachen selber zu sammeln, zu suchen, zu ziehen. Viel Freude damit und freue mich, wenn du dran bleibst und mich abonnierst weiter. Viel Erfolg! Tschüss!